Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Dying Light 2 hier auf der PlayStation 5 auf Trend 17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mic. So, wir haben die drei. Aktiviere die Steuereinheit, die ist im Kontrollraum. Schon unterwegs. Deine Hilfe ist ein wichtiger Beitrag, diese Stadt sicherer zu machen. Ich wollte das nur sagen, damit du dich geschätzt fühlst und damit du verstehst, wie wichtig das ist. Okay, na dann. Vielen Dank. So, habt ihr euch jetzt ausgesprochen? Schön. So, die drei Stromdinger haben wir jetzt verbunden. Aktivieren Sie das Umspannwerk. Gucken, wie man hier überhaupt runterkommt. War hier nicht irgendwo eine Treppe? Das sieht auch alles gleich aus hier. Da. Da ist eine Treppe. So. Ach Mensch. Klammi an der Föt. So, hier ist was. Kontrollraum. Sehr schön. Fährt nach oben. Sehr gut. Na? Was erwartet mich da? Treibstoffbehälter in der Nähe. So. Funktioniert natürlich wieder mal nicht. So, umspannt den Überlebenden, den Peacekeeper. Bin ja voll der Peacekeeper-Schleimer. Übel. Gar nicht übel. Nicht übel. Nicht übel, nicht übel. Sogar optimal. Hier ist eine Bezahlung als Teil unserer mündlichen Abmachung. Es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, Aiden. Ebenso. Passt gut auf euch auf. Läuft. Sehr schön. Du hast es also geschafft. Sauer auf mich? Nein. Deine Entscheidung. Und ich verstehe, warum. Aber ich selbst, ich bin in allen Belangen für die freien Menschen. Es gibt noch viel mehr Umspannwerke. Wenn wir sie alle zum Laufen kriegen könnten... Können wir zuerst zum Fischauge und... Ja, klar. Treffen wir uns in der Kantine. Ich warte dort auf dich. So. Zum Fischauge. Mal eben einmal auf die Karte schauen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, hier ganz hin. Im Fischauge, okay. Okay, ich kann doch bestimmt auch... Kann ich hier nicht ein Ründchen schlafen? Der Schlechter ist unser größter Feind. Er ist verantwortlich für das Bombardement am Schwarzen Montag und den Tod von 2 Millionen Menschen. Hier kann ich nicht schlafen, hier ist nur die Sicherheitszone. Wo ist denn mein Bettchen hier? Da ist Ausruhen. Strom ist eine strategische Ressource. Sie sollte uns gehören. Ja, wo muss hier ja ein Bettchen sein? Ich gehe hier mal hoch. Vielleicht ist das oben. Hier ist es nicht. Ach, egal. Scheiß drauf. Der ist auch immer so empfindlich, wenn das nachts ist.
Du mit deinem euren scheiß Hemmstoffbehälter. Geh mir nicht auf den Sack. Ich hoffe, dass sich Jack Matt um diese verdammten Abtrünnigen kümmert. Ich will nicht, dass mein Name irgendwo auf einem Gedenkstein in den... Ah, ich steige hier einfach nicht durch bei diesen blöden Bauten hier. Bettchen sehe ich hier auch nicht. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Wo soll der jetzt sein? Gucken, was hier ist. Ach, das ist noch das Umspannwerk, ne? Das ist jetzt die neue Base. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Nee, da komme ich nicht hoch. Ah! Da, hier kann ich Sachen kaufen. Wir haben geöffnet. Okay, schauen wir mal, was der so da hat. Ein Knallstock? Was soll ich damit denn? Aufputschmittel. Munition. Sprengpfeile. Ich musste erstmal einen Bogen haben. Dann kann ich auch Pfeile. Katapult. Boah, Verstärkung. Verkaufen kann ich bei dem gar nicht. Zubehör. Mine. Frost. Das ist ja auch cool. Frost. Flamme. Kaufen wir mal. Waren. Munition, Sprengpfeile, Schnittpfeile. 10 kosten 800. Ne, das ist mir zu teuer. Da hole ich mir lieber noch ein bisschen Zähigkeit, Kraft. Kaufe ich mir noch. Gut. Okidoki. Der Schlechter ist unser größter Feind. Er ist verantwortlich für das Bombardement am Schwarzen Montag und den Tod von 2 Millionen Menschen. Pilger, wir haben spätestens in der Nacht. Lass mich mal hier raus aus diesem Drecksloch. Da, da komme ich raus. (lacht) 39 Meter, da ist wohl ein Bettchen. Ich kann Schach spielen und die Situation zwischen den Abtrünnigen und den Piquets. Hier sein Bett zu finden, das ist ja schon eine Kunst, wa? Wo ist denn das blöde Bett hier? Das ist kein Bett. Ich hasse es, eine ganze Patrouille lang keinen einzigen Infizierten zu erwischen. Was ist das, eine Autobahn? Und nur hinten. Was habe ich denn hier? Da habe ich noch 3-mal Heilung. Das schaffe ich im ganzen Leben nicht. Ich muss erst ins Bett. Der kalt ja nichts aus hier, der Typ. Ich wünschte, die Leute vom Bazar würden mehr mit uns reden. Das gibt's doch nicht, dass man hier das scheiß Bett nicht findet, ne? Das ist alles so scheiß Wichsen klein hier. Ausruhen. Ja, wo ist denn dieses scheiß Ausruhen? Oh, geh mir nicht auf den Sack mit deinem einen scheiß Hemmstoffbehälter, Mensch. Ich finde mein Bett nicht. Die Anlage ist so scheiße verwinkelt hier. Hier findest du nichts wieder. Tausend Plätze hier, aber kein blödes Bett.
Und mit dieser komischen Richtungsanzeige kannst du auch überhaupt nichts anfangen. Da oben oder wo soll das Bett sein? Wie soll ich denn da hochkommen? Das kannst du wohl mal vergessen, ne? Tja. Da bleibt mir wohl nichts anderes über. Ich finde mein Bett hier nicht. Es ist natürlich auch gerade wieder Nacht. Das war ja wieder klar, diese scheiß Nacht. Hey, der Soldat! Mann, leck mich am Arsch jetzt. Ich gehe jetzt hier... Ich sehe jetzt zu, dass ich hier... überall schreie. Jagd ist eröffnet. Das schaffe ich wahrscheinlich wieder nicht. Mann, halt die Backen. Keine Zeit. Vielleicht erreiche ich noch ein paar andere. Ja. Mach doch mal das Scheißlicht an! Geh mal hoch da. Hoch. Komm hoch hier. Habt ihr das auch gehört? Hui. Das war Hardcore, mein lieber Schwan. Gut, dass die hier in der Nähe waren. Tu mir den Gefallen und halte Abstand. Und halt die Backen. Die PKs stehen hinter dir, Pilger. Das ist doch schön. Aber Bettchen habt ihr hier leider auch nicht. Ich hab dieses Klingeln in den Ohren. Du bist Aiden, oder? Ja, ich bin Aiden. Bist du ein mal eben gucken, wo die Karte jetzt ist. Das ist noch ein verdammt weiter Weg. Hättet ihr euch nicht am Nordpol treffen können, das wäre vielleicht noch geiler gewesen. Lass uns doch nächstes Mal einfach am Nordpol treffen. So, okay. Mach keinen Unfug und wir haben keine Probleme. Okay. Da lang. Okay, wenigstens hier mal. Da kann man uns verstecken. Da kommen wir nicht rüber, ne? Okay. Da kommen wir nicht hoch. Da kann man hochklettern. Sehr schön. Komm. Oh, sehr schön. Hier haben wir schon mal einen Lift. Sehr gut. Und da drüben ist auch irgendwie Zone, die ich gebrauchen kann. Okay, kommen wir hier irgendwo runter, ohne dass wir gleich... Okay, wir müssen dahin. Was ist das für ein komischer Eingang hier?
Das ist ein Lift. Nice. Ich hasse die Männer des Schlechters, sind auf irgendeiner komischen Droge. Das sieht gut aus. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Hui. Vielleicht gibt es hier ja mal ein Bettchen. Lawan, bist du da? Lawan, besser erst mal umschauen. Es ist ein Boot da! Wir haben wieder Strom! Ja, aber... Hast du Lawan gesehen? Klar, ich sehe sie ständig. Ah, warte, du meinst heute. Entschuldige, bei der Aufregung bin ich ganz durcheinander. Na super. Hast mir ja toll geholfen. Die PKs versprechen viel. Ihr habt also keine Ahnung, wer... Sorry, habt ihr Lawan gesehen? Siehst du nicht, dass wir hier eine Unterhaltung führen? Na, ich suche nur eine Freundin. Lawan? Bist du dir sicher, dass du diesen Tiger wirklich am Schwanz packen willst? Wie auch immer, sie ist wahrscheinlich irgendwo draußen im Feld, aber du kannst in der Bar nachfragen. Draußen im Feld, genau. Jetzt, da wir Beleuchtung haben, ist es höchste Zeit, dass wir endlich... Als man in den 1960er Jahren den U-Bahn-Tunnel stieß man auf Bergwerke. Hey, ich suche Lawan. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie war gerade hier. Puh. Da ist sie! Du hast dir also nicht das Genick gebrochen. Gut. Der denn da vor seiner Brust gebündelt? Der Geist, den du meintest? Daniel, ich habe schon viel von dir gehört. Wirklich? Gute oder schlechte Dinge? Fast zu gut, der Gajo. Ich sehe, dass Lawan dich wirklich mag. Wenn du ihr was antust, du kleiner Scheißer, dann ramm ich dir einen Pfahl in den Arsch und verfütter deine Leiche an die Befallenen. Gut. Daniel, lass ihn in Ruhe, du Idiot. Ich trau ihn nicht. Er kommt von draußen. Nichts als Ärger. Mein Gott, so eifersüchtig, Daniel. Wir waren nie zusammen, verstanden? Jetzt hör endlich auf. Wovon sprichst du? Lawans Freunde sind auch meine. Daniel sagt, dass wir die anderen Umspannwerke wieder aktivieren müssen, wenn der Strom fließen soll. Geh mir nicht auf den Sack mit deinen blöden Umspannwerken. Das Kraftwerk läuft, aber die Kabel sind durch. 15 Jahre Verfall. Atrophie muskulare instruite. Untrainierte Muskeln schwinden. Komm, Franks Zimmer ist da drüben. Finden wir raus, warum Walt sie überhaupt eingeschaltet hat. Gutes Gespräch, Gajo. Pass gut auf dich auf. Ja, mach ich. Warte mal. Machst du erst einen Arschtritt? Was ist da denn los? Eieieiei. Und? Gehen wir? Eine Sache zu Frank. Siehst du diese Leute? Anderswo würden sie sich wie die Wilden gegenseitig an die Kehle springen. Hier nicht. Hier bleiben sie ruhig, gelassen und gefasst. Wegen Frank. Sie respektieren ihn, weil er ein Night Runner war. Alle hier schulden ihm etwas. Und ich genauso. Ohne Frank wäre ich jetzt nicht hier. Und wo wärst du dann? Als Beißerin in einer Dark Zone. Oder ich würde mich in irgendeiner Höhle weiter zudröhnen. Frank wird uns helfen. Du kannst dich auch auf ihn verlassen. Vertrau mir. Bereit? Dann los. Mich legst du verdammt noch nicht aufs Kreuz, Harvey. Was ist da denn los? Frank? Sie haben uns abgeschlachtet. Einen nach dem anderen. Wie verfickte Karnickel. Frank! Frank, ich bin's! Wach auf! Du?
Was zur Hölle machst du hier? Störst mein Gespräch mit... Ravik ist seit Jahren tot, Frank. Reiß dich zusammen. Du hast Besuch. Und wer ist das? Die verdammte Königin von England? Muss ich jetzt ganz fein tun, oder was? Das ist Aiden. Er hat den GIE-Zugangsschlüssel. Waltz hat ihn benutzt, um den Strom in der Stadt einzuschalten. Einen gültigen GIE-Schlüssel? Du Scheiße. Zeig ihn her. Wo hast du den her? Von einem von Waltz Leuten. Also bist du auch einer von Waltz? Ruhig, Frank. Aiden ist auf unserer Seite. Wir glauben, dass er Daten enthält, die beweisen, was wir im Krankenhaus mit uns gemacht haben. Ah, du willst also immer noch rausfinden, warum Waltz seine Kindheit versaut hat. Ah, na gut. Ich sag's dir. Bereit? Ja, yeah, weil er ein scheiß Psycho ist. Krank in der Birne. Das ist der Heilige Gral und die Bundeslade in einem, Lavan. Zufrieden? Aiden, stimmt's? Du und Lavan könnt mir jetzt verflucht nochmal aus den Augen gehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es hätte funktioniert, wenn der Wichser am Fernsehsender aufgekreuzt wäre. Du hattest recht, Ravik. Verfluchter Verräter. Ohne ihn waren wir wie Kinder mit Steinschleudern, die sich gegen Panzer stellen. Wir sind ja noch nicht fertig, Frank. Darauf sind auch Daten über jemanden, den ich suche. Ich muss wissen, wie ich ihn auslesen kann. Das ist ein verdammter Schlüssel, kein Tagebuch. Nimm ihn, um Türen zu öffnen, um den Strom einzuschalten. Aber allein ist er nutzlos. Du musst ihn irgendwo reinstecken. Und bevor ich dir erkläre, wohin du ihn dir stecken kannst, verzieh dich. Du machst mich irre. Ravik, du verdammter Bastard. Warum bist du für diese Mission zurückgekommen? Alles ist schief gelaufen. So viele Menschen, so viele wunderbare Menschen. Ich bedränge ihn mal. Lawan sagt, nur du kannst uns helfen. Lawan sagt viel, wenn der Tag lang ist. Und weißt du was? Das meiste davon ist Scheiße. Sie ist ein Junkie, den ich von der Straße aufgesammelt habe. Verstehst du? Wenn du mir nicht glaubst, frag sie. Sie wird dir alles selbst erzählen. Also was zum Teufel, wenn wir es in diesen Stock geschafft hätten. Wir steckten tief in der Scheiße. Da war keine Chance. Vielleicht wurde dieser Turm nicht eingenommen und wird es auch nie, verstehst du? Verflucht, wir werden alle krepieren. Und dann ist gut. Dann hältst auch du die Klappe. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp und es geht hier super spannend weiter in der nächsten Folge bei Dying Light 2. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Abonniert den Kanal, abonnieren macht immer noch, ist immer noch kostenlos und macht reich und schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.